Endspiel um den Audi Cup 2009. Es ist das Traumfinale zwischen Gastgeber Bayern München und Manchester United. Die Bayern mit 6-9 in der Startelf, verglichen zum Halbfinale gegen Milan. Rensing, De Michelis, Breno, Timoschuk, Schweinsteiger und Baumjohann in der ausverkauften Allianz Arena von Beginn an dabei. ManU-Coach Sir Alex Ferguson brachte unter anderem Michael Owen für Rooney in seine Startformation. Die erste richtig gute Chance in der 18. Minute für den FC Bayern München. Mario Gomez nach herrlichem Pass von Marc van Bommel trifft hier nur die Latte. Pech für den neuen Torjäger im Team der Bayern. Der FCB in der Anfangsphase die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Thomas Müller im Halbfinale gleich zweimal getroffen gegen den AC Mailand. Hier vergibt er diese Möglichkeit. Knapp eine halbe Stunde war gespielt. 34. Minute, Foul oder nicht Foul von Evans an Baumjohann. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Dafür kann man durchaus aber auch Elfmeter geben. Eine Minute später, Timoschuk zunächst mit dem verunglückten Schuss. Er bekommt den Ball zurück und da ist Bastian Schweinsteiger. Gut 30 Meter, das ist seine Distanz. Guter Schuss, aber auch gut die Parade von Edwin van der Sar im Tor von Mendy. 5 Minuten noch zu spielen in der ersten Hälfte. Ecke, Ryan Giggs, Kopfballverlängerung, Ferdinand. Missverständnis in der Hintermannschaft der Bayern. Hier Breno und De Michelis behindern sich gegenseitig. Und der Fallrückzieher von Berbatov an den Pfosten. Klasse Aktion vom ehemaligen Leverkusener. Da wäre Michael Rensing wohl ohne Abwehrchance gewesen. Glück in dieser Situation für den FC Bayern München, der die letzte Chance der ersten Spielhälfte hat. Noch einmal durch Mario Gomez mit links am Tor vorbei. Flotte 45 Minuten, wenn auch der Halbzeitstand torlos 0:0. In der zweiten Spielhälfte kam bei den Bayern zunächst Hamid Altintop für Marc van Bommel. Aber in erster Linie kamen die Gegner von Manchester United. Die Riesenmöglichkeit für Michael Owen nach gut einer Stunde Spielzeit. Aber er scheitert an Michael Rensing, der Keeper im Tor des FC Bayern München, mit seiner ersten richtig guten Tat in diesem Spiel. Es sollten noch einige folgen. Der berühmte Fünferwechsel nach gut einer Stunde Spielzeit beim FC Bayern München. Aber es kamen immer mehr die Spieler von ManU auf. Dieser Schuss in der 68. Minute von Paul Scholes. Kein Problem für Michael Rensing, der jetzt immer häufiger im Mittelpunkt des Geschehens stand. So auch in der 85. Minute. Rooney inzwischen im Spiel, wird hier glänzend bedient. Und er muss doch eigentlich die Führung für Manchester United schießen. Nach diesem herrlichen Pass von Ryan Giggs, ein klasse Mann wie Wayne Rooney, solche Chancen vergibt er normalerweise nicht. Die letzte Möglichkeit in der regulären Spielzeit dann nochmal für den FC Bayern München. Das Zusammenspiel von Sosa und Baumjohann brachte nichts ein. 0:0, also auch der Stand nach 90 Minuten. Das bedeutet in diesem Turnier sofort Elfmeterschießen. Die beiden Keeper ab sofort so richtig im Mittelpunkt. Die ersten 6 Schützen jeweils verwandelt. Jetzt Patrice Evra und er scheitert am glänzend reagierenden Michael Rensing. Kleiner Vorteil jetzt für den FC Bayern München. Für den Neuzugang Daniel Pranjic als nächster an der Reihe war. Genau in die Mitte gezielt, schwach geschossen, van der Sar hält. Der kleine Vorteil wieder dahin. 3:3, Wayne Rooney, der nächste Schütze für ManU. Im Spiel eine Riesenchance ausgelassen, aber die lässt er sich nicht entgehen. Obwohl Michael Rensing in der richtigen Ecke ist, der war einfach unhaltbar. Sosa für den FC Bayern München, flach und sehr gut platziert. Keine Chance für Van der Sar, 4:4. Darren Fletcher als nächster Schütze beim ManU an der Reihe. Und auch er lässt Michael Rensing keine Abwehrchance. Ottl muss treffen, sonst ist das ganze Ding vorbei. Und er trifft in die gleiche Ecke wie Sosa zuvor. Klasse geschossen von Andy Ottl. 5:5 inzwischen der Spielstand. Paul Scholes tritt als nächster an und hat Riesenglück. Michael Rensing ist mit der linken Faust dran, aber der Ball geht doch noch über die Linie. Das bedeutet, Holger
Bart Stuber muss seinen Elfmeter verwandeln und er tut das auch eiskalt im Stile eines langjährigen Profis, der 20-jährige John Evans als Nächster, und er scheitert an Michael Rensing, beziehungsweise Michael Rensing hält den zweiten Elfmeter und das bedeutet für Daniel van Beuten, wenn er jetzt verwandelt, dann hat der FC Bayern München dieses Turnier gewonnen. Daniel van Beuten, man weiß um seine Schussstärke, hat er auch die Nervenstärke. Kurzer Anlauf und der Ball unter der Latte. Sieg für den FC Bayern München, 7:6 im Elfmeterschießen. Damit geht der Audi Cup 2009 an den Gastgeber, an den FC Bayern München. Nicht der wichtigste Titel des Jahres, aber ein glänzender Auftakt in die Saison 2009-2010 unter Louis van Gaal. Im kleinen Finale setzte sich übrigens Boca Juniors ebenfalls im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand durch. Der große Pokal aber geht an den FC Bayern München. Gratulation!